Ja, jetzt hallo. Da ist der gute Mann da, jetzt. Ja, ich bin der Nörgler, mehr oder weniger, ne, von Aale. Und wir haben heute was ganz Besonderes vor. Werdet ihr jetzt gleich sehen. Wir machen hier den Hut auf. So. So, dann machen wir ein bisschen diesen hier. Und natürlich die Pappnase, das sind wir abgesichert. Ne? Stefan, wir machen jetzt eine Aktion. Ich fange schon mal an mit der Spende. Und zwar, du musst aber auch noch reinschmeißen, gell? Ohne dem kommst du heute nicht weg. Ich schmeiß da ein bisschen Gläuholz rein. So. Ja, und was Gott, das sage ich jetzt. Wir haben das vor. Stefan, du kannst ja mal auf den herrlichen Christbaum springen. Auf den tollen Weihnachtsbaum, auf den Christbaum springen wir mal rum. Auf den Wahnsinnsbaum. So. Ja. So, ich hoffe, ihr hört mich. Also bei uns ist heute so, wir wollen oder sind der Meinung, dass der Baum, der Kind also besser aussehen. Ich will jetzt nicht sagen, dass der scheiße ist, aber im Grunde genommen eine traurige Erscheinung hier mitten in Aale. Ich war jetzt in Hüttlingen. In Hüttlingen, da leuchtet es ohne Ende und deswegen. In Oberkochen, da sind viele rote Kugeln drin. Ja, und da hat es dann noch Zeugs drin. Und jetzt machen wir quasi so eine Spendeaktion, so einen Aufruf für einen schöneren Baum. Ich denke mal, die Aalamer haben das verdient, dass man mitten in der Stadt einen tollen Baum. Und da sind wir mal gespannt, wie die Leute reagieren. Ich fange jetzt einfach mal an, Stefan. Jo, alles klar. Und ich werde dich dann mal verfolgen. Du verfolgst mich jetzt ganz einfach. Hallo, darf ich euch was fragen? Wie findet ihr den Baum? Schön. Ganz ehrlich. Okay. Könnte er schöner sein? Oder, oder kann man da ein bisschen was draus machen noch? Ein bisschen bunter. Ja, klar. Ja? Ja? Also, möchtet ihr was spenden? 50 Cent oder so? Ja. Für den Baum. Und wenn das Geld geht an die Stadt, wir wollen das der Stadt geben, so als Zeichen, oder 10 Cent reicht auch, einfach so, Dankeschön. Haha, sieh schon mal, es klappt. Und wenn die Stadt das Geld nicht annimmt, dann schenken wir das einer Kindereinrichtung. Ist das okay? Ja. Also okay. Das Geld geht weiter. Ich will nichts davon. Okay. Gell? Ja, das ist ja toll. Ja. Und herzlichen Dank. Dankeschön. Ja. Und ich bin von stefan-live.de, bin freier Journalist und du das da hier ein bisschen aufnehmen. Und das könntet ihr auch dann bei YouTube oder auf meiner Seite könnt ihr das dann stefan-live, also Stefan mit PH und live mit v.de, könnt ihr das dann anschauen. Da seht ihr dann drauf. Okay. Ja, genau. Ja. Also herzlichen Dank. Okay. Vielen Dank. Ja, super. Also machen wir weiter. Aufwärts. Entschuldigung. Darf ich Sie was fragen? Wie gefällt Ihnen der Baum? Echt gut. Ist er gut? Ja. Hätten Sie für ein neuer vielleicht eine neue Spende machen? 50 Cent oder so ein neuer. Aber das sind zwei Damen. Wie findet ihr den Baum eigentlich? Kennt man den ein bisschen ausstaffieren? Also, wir sind halt gewöhnt, dass die Girlanden so von rechts nach links laufen und nicht von oben nach unten. Ja. Ja, und können wir ein bisschen bunter machen. Oder spart die Stadt. Wenn jemand da ist, der das gern machen will. Der ist ja von der Stadt. Also die nicht ganz ein bisschen bunt, aber eure Farbe dazu. Eure bisschen, Farbe oder? Dazu. Ja. Eine rote Farbe ja. Vielleicht. Rot also. Ist halt klassisch. Gut, so wie sein Nase so rosa. So wie die Pappnase da, gell? Und dann hängen wir halt ein paar so Pappnasen ja, auf. Genau, oder Mina. Ja, eben. Ein Spitzen auf. Also. Eine Frage, kleine Spende, 10 Cent, 5 Cent, nein, 5 Cent gibt es nicht mehr, früher gab es noch 5 Pfennig. Was, 5 Cent gibt es nicht mehr? Doch, halt, 5 Cent haben wir noch, ja, haben wir noch. Oder 10 Cent, ja. Für was ist das? Für den Baum, der gange zur Stadt. Für den Baum. Ja, nächste Woche irgendwann einmal und dann lege ich das Geld noch und wenn die das Geld nicht annehmen, dann geben wir das einer Kindereinrichtung. Ach so, kennen Sie also? Denkt, dann gäbe das ein Bier. Also ich bin katholisch, also, Sie kennen mich. Ich bin auch katholisch. Auch katholisch, ja, danke. 50 Cent gebe ich Und Sie können das sogar, Sie können sich ansehen im Internet unter stefan-live.de. Stefan-live? Live, ja, Stefan mit PH und live.
Und da sind sie jetzt YouTube-Star. Kommt das auf die ganze Welt. Sagen, ich habe den Kind, ja, sie nehmen da was auf, aber. Nein, ja. Wir schon mal halt. Sie sind jetzt voll da. Gottes Willen. Ja, ist ja nicht schlimm, ist ja positiv. So, gut, vielen also, Dank. Also, ja. Mal auf, gell? Okay. Okay. Also, macht's schön. Ja. Das Jahr noch was wird. Nein, das Jahr nicht mehr. Das Jahr nicht mehr. Weil die Stadt ist jetzt so schnell. Ja. Gell? Denke ich mir, ist ja schon halb rum. Macht's gut, danke, gell? Ja, tschüss. Oh, Spende. Ah, ja. Für ein, ja, nicht? Stress. Oh. Ja. Oh. Ja, nachher. Oh, nachher? Ja. Ihr habt schon. Heute ist nicht viel los da, Hanna. Ja. In der City, gell? Oh, ich esse gerade. Entschuldigung, ihr esse gerade. Darf ich was fragen? Mhm. Wie ist denn der Baum, wie kommt denn der bei Ihnen so? Ganz ehrlich, ja, könnte ja ein bisschen schöner sein. Gut, ja. Nicht, ein bisschen schöner geschmeckt könnte er sein. Gell, ja. Könnte schon sein. Ja. Wenn Sie richtig also, schön sehen wollen, müssen wir nach Hüttlingen fahren. Das ist halt dieses Jahr ein das habe ich vorhin, ja? Ja, juhu, habe ich gesagt, genau. Das ist dieses Jahr ein so wunderschöner Baum. Ja, den habe ich auch abfotografiert. Aha. Was meinen Sie, wenn ich jetzt ein bisschen sammle, der jetzt so 10 Cent oder 20 Cent, hätte er da für den Baum was übrig? Stefan, muss ich mir aufnehmen. Ja. Die in der Pose. Hier ist der Spendenkönig vor der Weihnachtsbaum. Nicht für den nächsten Glühwein. Ich war noch nie im Knast, gell? Also ich habe nicht mehr das Geld eingeschoben, was ich gekriegt habe, aber sinnvoll ausgeben. Ja, ja, genau. Wenn die Stadt, da machen wir Überraschung, das Geld nicht annimmt, dann geht es an eine Kindereinrichtung. Ist das okay? Welche? Ja, Hospiz oder irgendwie. Das muss ich mir noch überlegen. Unter Riffing Kinderdorf wäre auch ein Tipp. Oder wie? Unter Riffings Kinderdorf. Also, Merger, achso, ja, du nimmst ja auf. Aufgenommen. Du nimmst ja auf. Unter Riffing. Genau. Mhm. Sie bloß, sie sind nicht mehr. Ja, nicht mehr. Ja. Um Gottes Willen, wir zahlen schon so viel Steuern. Ich bedanke mich und wünsche jetzt schon schöne Weihnachten. Ebenso. Ja, genau. Dir auch, gell? Macht's gut, ja. Ciao. Ja, das ja. Läuft heute wie Zau, gell? Ja, so, wo sind die Nächsten? Die nächste Opfer, komm mit. Entschuldigung, darf ich Sie was fragen? Ja. Wie findet Sie den Baum? Sag jetzt mal ganz ehrlich. Die Lichterkette hängt ein bisschen komisch, finde ich. Ja, das ist endlich mal eine gescheite Antwort. Ja. Ja. Wir sind von Stefan live, also mit Stefan mit PH geschrieben und live mit V. Das alles können klar. Sie dann im Internet morgen, übermorgen auch googeln. Okay. Wir sind nämlich dafür, dass der Baum ein bisschen ein Gesicht kriegt. Nächstes Jahr. Also das Jahr schaffen es die Stadtväter nicht mehr, weil die sind ja nicht so schnell. Ja. Ja, genau. Tätet ihr da vielleicht 10 Cent, 20 Cent? Hast du noch was Neues? Spender. Ja, und dann suche ich mir nachher nochmal ein anderes Opfer, gell? Ja. Jawohl, es läuft. 40 Cent. Das reicht gut. Wunderbar. Wenn die Stadt das Geld nicht annimmt, die überraschen wir nämlich, dann geht es an ein Kinder, an eine Kindereinrichtung. Ah, okay. Also ich trinke da kein Glühwein davon. Alles gell? Klar. Okay. Ich danke schön und schönen Weihnachten. Ja, ciao, ja, tschüss. Danke. So, jetzt müssen wir die nächste Opfer suchen. Hier. Ah, jetzt. Ja, ja. Fällt dir da hier was auf? Das sind immer die Leute, die Maske aufhaben. Ja, die sind anders. Die sind irgendwie anders. Ja, übrigens, in Heilbronn ja. Ist ab heute Nacht Ausgangssperre. Ui. Gerade im Radio kommen. Also suchen wir uns nochmal Opfer. Okay, alles klar. Ob da mal ein paar Hübsche rumlaufen. Also das ja. Die schaffet, genau. Hallo, darf ich Ihnen was fragen? Ja, Moment. Wie findet ihr den Baum? Schön. Könnt ihr den noch schöner machen, oder? Hallöchen. Ja, ist doch nur eine Lichterkette dran, oder? Ein bisschen bunt vielleicht. Mhm. Ein paar Kugeln dran. Ein paar Kugeln dran, jawohl. Hättet ihr vielleicht auch 20 Cent oder 10 Cent, oder? Ja, und ja, das läuft heute. Ja. Ja, ich habe nicht gewusst, die Orlinger sind alle sehr spendenfreudig, gell? Und wir geben das Geld auch weiter an die Stadt. Dankeschön, vielen herzlichen Dank. Und Dankeschön. Und vielleicht schaffen wir es ja nächstes Jahr. Ja. Gell? Also wir arbeiten dran. Okay, und Flixwurp?
Bitte? Wenn die Stadt es nicht nimmt, dann? Dann geht es an Kindereinrichtungen. Gell? Das Geld ist in guten Händen, verspreche ich euch. Juhu, macht's gut, ciao. Jetzt, Leute, ja, haben wir schon gesehen bei der Demo. Es geht aufwärts, ja, wir sind immer dabei. Ja. Wir sind immer dabei. Auch Spende. Für was? Für einen schöneren Baum. Für einen schöneren Baum? Ich glaube, der spendet nichts. Doch. Doch? Die sind halt gut drauf, also wirklich. Und was, wenn kein schönerer Baum herkommt? 1 Cent wenigstens. Ja, 1 Cent. Kriegt sie Kindereinrichtung. Ich habe ganz viel Kleinkrustbrot. Ja, Kleinkrustbrot. Dankeschön, Dankeschön. Reicht schon. Um Gottes Willen. Komm, da gibt es noch mehr Kleinkrustbrot. Die Lady hauer da hin. Nein, das gibt's gar nicht. Ja, ich bedanke mich. Wünsche schöne Feiertage. Ja, genau. Also, du könntest es dann bei stefan-live.de könntest es anschauen. Ich wollte mal fragen, wo das zu sehen ist. stefan-live.de, Stefan mit PH und live mit V. Okay. Okay? Danke. Jawohl. Alles klar, danke. Jetzt kommt der Opfer. Jawohl. Da. So, jetzt der, gehen wir. Der mit der grau gefärbten Haar. Ja, also normal ist er schwarz. Ja, okay. Normal ist er schwarz. So wie die Jacke. Ja, er telefoniert gerade mit Mergi. Okay. Servus, grüß dich. Was hältst du von dem Baum? Ja, bin ich gespannt, was er sagt. Gute Frage. Nächste Frage. Könnte er besser sein? Bestimmt. Ja? Also, jetzt pass auf, was bestimmt ein paar Kugeln drin sein oder was Buntes. Oder ja, wie. Jetzt haben wir es. Also, das kriegt der OB. Der Film geht auch an der OB nach. Hättest du vielleicht 10 Cent oder so, hättest du da vielleicht? Kannst auch 50 Euro reinschmeißen. Für die Kugel? Ja, ein Zehnerle reicht. Mehr will man. Oh, 2 Euro. Wow. Ich bin alt allem, aber krass. 2 Euro, also es geht aufwärts. Ich danke dir, wir haben wenig Zeit, weil wir müssen sammeln, aber sag deiner Frau bitte Grüße. Stefan live. Stefan-live.de. Mal googeln, nein googeln. Alles klar. Morgen, übermorgen, gell? Also, ich wünsche dir was, gell? Viel Spaß noch. Juhu, 2 Euro. Und weiter geht's. So. Ha. Entschuldigung. Jawohl. Sie sehen so fröhlich aus, auch mit Maske. Was meinen Sie zu diesem herrlichen städtischen Christbaum? Schön, Gott sei Dank gibt es wenigstens den. Den gibt es wenigstens. Kennt man den noch ein bisschen so, würde ich sagen. Herr Richter, da könntet Kinder vom Kindergarten ihre Wünsche dran hängen. Vorschlaggott an der OB. Genau. Ich glaube, Rentschler heißt. Also, ja. Vorschlaggott an der OB. Das können wir machen. Und hätten Sie vielleicht auch 5 Cent übrig? 5 Cent? Na klar. Oder mehr? Ja, Sie können auch 50 Euro. 50 Euro habe ich nicht dabei. Ihr findet auch den Gläukrust weg. Ach so. Da macht jeder Geld bei uns. Okay. Die Leute sind in allen spendierfreudig. Ja, die muss man gleich das nächste Opfer suchen. Okay, machen Sie das. Nein. Alles klar, also darf ich kriege mein ganzes Kleugeld und die Wünsche sollen dann den Kindern auch in Erfüllung gehen, super, gell? Super. Ich danke dir, ciao. Schöne Feiertag, gell? Ciao. Ihr wollt auch spenden? Oder lieber das Auto? So, halt. Das ist von Dr. Skate Fashion. Alles klar. So, dann marschieren wir weiter. Stefan, hinterher. So. Einmal fragen, wie die Geschäfte laufen bei euch so. Hallo. Sind wir zufrieden? Ja, ja. Also ihr seht ja der Hanna an diesem herrlichen Christbaum. Ja, stell das mal ab. Ich ziehe nämlich. Was sind die jetzt in Stiefel? Da will ich jetzt von Ihnen 50 Euro. Für was denn? Damit wir einen neuen Baum kriegen nächstes Jahr. Aber ein Fünferli haben Sie schon, oder? 5 Cent? Ja, sowas. Oder 10. Für was? Für einen neuen Baum. Also, Verzähl das Sprüchle. Ja, wir geben das am OB ab. Das Geld, was mir sammelt, und wenn er es nicht nimmt, habe ich einen Handschuh verloren. Kann es sein, dass der dann ist? Ja. Ist egal, was. Ja, schmeiß jetzt einfach was rein. Von gutem Zweck. Ja, genau, selbstverständlich. Genau. Oh! Stefan, hast du das gesehen? Das ist gesehen? Too much. Mit der Kamera um. Ist der echt? Ja. Der ist echt. Wow. Also, ich kann nur herzlichen Dank sagen, gute Geschäfte. Ja. Ich hoffe, die sind keine Betrüger. Nein, das sind wir wieder. Also, Sie können das auch bei stefan-live.de können Sie das auf der Seite und ich bin auch im YouTube auch vertreten und so weiter, können Sie das anschauen und es kommt auch dann ein Bericht drüber, wie was man macht. Und wenn die Stadt nicht annimmt, das Geld, dann schenken wir es irgendeiner Kinder ein. Das machen Sie. Versprochen. Ja, versprochen. Sage, viele sind notdürftig und brauchen Hilfe. Richtig. Ich bin katholisch. Ich auch, römisch-katholisch. Alles klar. Also, dann sagen wir Dankeschön. Machen Sie es gut. Zeit, gell? Und ja, danke. Oh, Mensch, 5 Euro. Wow. Ich habe einen Handschuh verloren. Ja, tschüssle. Tschüss.
mal gucken auf dem Weg. So, jetzt, wo geht's weiter? Sollen wir mal in einen Laden reingehen vielleicht? Ah, Lade nicht, so, nicht so gut. Nenne. Oh, Sie, auf Sie warte ich schon. Mensch, hi. Dann fahr jetzt zu dem Baum. Wunderschön. Aber ich möchte eigentlich... Also wenn nee, nicht laufen. Nee, wirklich ja. Nicht. Also dann Ton raus. Was dann müssen wir es rausschmeißen. Ton raus, genau. Also, Ton raus, genau. Um was Spender geht's denn? Für was? Baum? Nee. Oh, nee. Ah, der OB, der wird narrer sein. Ja. Ja, der Herr Götz, grüß Gottle. Ja, Herr Götz, der Baum. Fällt er Ihnen? Neu? Kennen wir da mal einen neuen? Also, der Herr Götz war ja früher Chef im Landratsamt, gell? Das darf ich ja ruhig sagen. Aha. Das ist der Stefan. Herr Götz, eine Frage. Deht Sie vielleicht CSN oder so? Wer sind Sie? Also das ich bin ja, wir kennen es ja vom Kaffee. Wen sprechen Sie? Also wir wollen jetzt eine Aktion machen und wollen das am OB überreichen, was man da in den nächsten Tagen so sammelt. Mhm. Mit dem Hinweis, lieber Herr Rentschler, wir brauchen den gescheiten Baum. Okay. Also jetzt, ich bin... Hinweg! Sagen Sie Ihrer Frau Grüße. Gerne. Alles klar, machen Sie es gut. Ciao, tschüss. Ja, das läuft ja super. Also, auf den Weiß ich. Ja. Jetzt folgen wir mal nochmal. Ex-Bürgermeister. Ah, schade. So. Jetzt sind wir ja da. Tibor? Ich glaube, die Frau. Hi, wir kennen uns. Von sehr zumindest, gell? Genau. Ja, ja. Darf ich da schnell weitermachen? Ja. Ja, okay. Was sagt ihr zu dem Baum? Ich bin gerade eben schon ein bisschen mitgekriegt. Elwanger hat einen schöneren. Ja. Elwanger hat auf alle Fälle einen schöneren. Und für Stadt Aula ist das ein bisschen schwach. Sage ich. Ja. Wenn ich mich angenehm ausdrücken darf, ist ein bisschen schwach. Ja. Also man hat Aula hat schon einen schöneren gehabt. Ja. Und ich finde, gerade in der Corona-Zeit, hätte man sich schon unweg ein bisschen anstrengen können. Könnte man ein bisschen was machen? Ja. Ja. Wir denn jetzt gerade ein bisschen sammeln. Also bei 100 Euro wäret ihr mit dabei. Das ist gut, jawohl. Stefan lacht schon. Stefan, ich bin der Hanne in der harten Arbeit. Und ja, nein, das ist so, Aber wir haben gesehen, dass ihr ja... Der Baum braucht auf alle Fälle noch viel Hilfe. Ja, datet ihr der da Baum wäre gut. Nein, wir schmeißen keine 50 Euro rein, weil wir sind zu zweit, wir schmeißen einen Euro rein. Danke. Gell? Danke. Schatzi, Stefan, aber das muss, das muss meine Frau geben. Oh, weil ich habe das große Geld und meine Frau hat... Lohne Geld. Immer die Frau. Wegen dem. Ja. Nein, der lässt also wirklich. Das nächste Jahr besser, oder wir? Wir hoffen es. Wir hoffen es. Wir machen es so: Wir nehmen das Geld. Wir machen jetzt das ein paar Tage. Ja. Dann zählen wir zusammen. Dann gehen wir zum Obenum. Ja. Schüttet es aus. Ja. Ja, weil das ist ja gewesen, dass das Geld ausschüttet. Ja, ja. Ja. Mehr für andere Sachen. Mehr für andere Sachen. Wie für sowas einmal. Genau. Genau. Was ich aber... Hallöchen! Oh, das sind zwei Nette, da muss ich nachher auch noch... Ja. Jawohl, zwei junge Kundinnen. Nein, nicht wegen dem. Ja. Und wenn er es nicht nimmt, ja. Wenn er es nicht nimmt, dann kriegt es eine Kindereinrichtung. Das ist auch gut, einverstanden. Ihr kennt mich. Gell? Kein Thema, also... Ab und zu trinken wir da mal drei Glühwein aus dem Pott. Jawohl. Aber ansonsten, gell? Ja. Ich hoffe jetzt, dass wir jetzt nicht... gestraft werden, weil wir uns 1,50 Meter Abstand nicht halten. Nein, kennen Sie aber leider. Bei so einem Baum... Hat man das alles vergessen? Ja, und in Heilbronn haben sie ab heute Ausgangssperre. Also, da müssen wir mit denen zufrieden sein. Gell? Ja, also, ich wünsche euch alle schöne Weihnachtszeit und bleibe gesund. Ja, ja, vielen Dank. Ciao. Ja, ciao. Tschüss. Ciao. Tschüssi. Ciao. Ja, ciao. Stefan, schnell das. Ja. So. Ich kenne ihn noch von früher. Ja. Die haben immer Cappuccino getrunken. Stimmt das? Das stimmt, ja. Ich bin's. Ja, stimmt. Hi. Frage, ich bin dienstlich unterwegs, gell? So als Nörgler. Was meinet ihr eigentlich zu der Tanne? Kunsttanne oder was? Nein, halt, das ist ein echter, glaube halt. Emil? Stefan, müssen wir gucken. Das ist ein echter. Tatsächlich ein echter. Emil? Hi! Ist der Baum schön? Ist der Baum schön? Sieht der Baum gut aus? Guck, er filmt das. Hi! Jetzt musst du ein Schauspieler, ein Hallo. Schauspieler. Hallo! Sieht so gut aus? Also normal sagt er immer ja. Sagst du nicht ja? Da kann man nicht nein, ja sagen bei so einem Weihnachtsbaum. Okay. Eine Frage, täte dir 10 Cent spenden, wenn wir was zusammenkriegen, dass der nächste Jahr anders steht? Dass der schöner wird. Ja, ja. 10 Cent, ja, darf er da auch. Ein Tausender reinschmeißen, aber den gibt es nicht mehr, gell? Den haben sie. Dankeschön. Ja, das,
Ich bin ja schon froh. Oh, das sollte man nachher noch in die Bäckerei heigen. Ha, wie geht's euch sonst? Gut. Sie darf nämlich Kaffee trinken. Das ja, und ich bin ja jetzt Edelrentner. Ja. Gell, Stefan? Ich bin Edelrentner und springe jetzt wegen dem Baum durch die Stadt. Hallöchen. Ist gut. Und ich wünsche euch was. Macht's gut. Gleichfalls. Tschüssi. Jo. Ciao. Ciao. Gar nichts. So, jetzt suchen wir nämlich nur die nächste, gell? Ja. Stefan-live.de. Kommt's, gell? Da ist ja niemand in der Stadt. Was ist los? Heute ist alles los. Ha? Corona. Schon wieder. Ja. Ich hab gedacht, das ist eine Grippewelle. Jetzt ist Corona. Hat einen neuen Namen gekriegt. Also, Dankeschön. Macht's gut, gell? Ciao. Tschüss. Also, auf geht's. Stefan, wir müssen hart arbeiten. Aber mein Jochen. Meinem Jochen von der Wurstlesbude, dem knüpfen wir jetzt Geld ab. Jawohl. Der ist jetzt da. So. Hallöchen, Jochen, grüß dich. Du Jochen, du bist ja jeden Tag der Hanna vor dem Baum. Wie empfindest du den? Den Baum. Könnte er besser werden? Ein bisschen, oder? Ja, das ist immer. Nach Amerika hat er das. Tätst du 10 Cent? Nur et viel. Damit grüßt du deine Frau. Wenn wir das Geld beieinander haben, geht es dann auf zum OB. Ja. Und wenn er es nicht annimmt, geht es an eine Kindereinrichtung. Du kennst mich. Mhm. Ich sage Dankeschön, schöne Weihnachten. Bis dahin. Ja, oh, nein, das läuft halt schon wieder. Hallo, Sie laufen zu schnell. Also, wo ist jemand langsamer? Hier, Sie sind langsamer, gell? Oh, die will auch nicht. Oh, Scheiße. Wo kommen wir denn nach jetzt? Eieieiei. So. Komm mal mit. Ich weiß was. So. Ja, Frau Rentschler. Sie hätte gar nicht erkannt. Ja, wir sammeln für den Baum. Für den Baum? Ja, und zwar aus dem einen Grund. Den können wir doch wieder schön machen. So, der ist doch schön. Ist er schön? Was wollen Sie denn da? Wunder. Wunder? Nee, das mag ich nicht. Nein. Ich bin jetzt habe ich gedacht, Sie können die Mauer beeinflussen. Ich bin fürs Klassische. Jetzt habe ich gedacht, Sie können die Mauer beeinflussen. Jetzt hat er mal Glück gehabt. Also wir haben nicht darüber gesprochen, aber ich habe es nicht mit... Es gibt Wichtigeres, gell? Nee, das ist nicht deswegen, also, sondern ich finde da, also weniger ist da mehr. Es ist da mehr okay. Der Klassische. Ah. Also, sonst hätte ich ja gerne, aber ehrlich gesagt würde ich ja da was unterstützen, was ich gar nicht. Also es ist, ja nein, das müssen Sie auch nicht, aber Sie können ja mal schon mal Bescheid sagen, wir sammeln ein bisschen und das kriegt er dann. Ja. Und dann, was soll dann da passieren? Und dann machen wir nächstes Jahr einen schöneren Baum und wenn er es nicht annimmt, das kann ja sein, dann geben wir es an eine Kindereinrichtung, okay? Ja. Frau Rentschler, sehr gerne. Ich wünsche was. Macht es gut. Schöne eben Weihnachten so. Und Gruß, gell? Ciao, tschüss, ciao. Also weiter. Zack, auf. Das war jetzt gerade sehr interessant. Oh, was schön das war. Ja, ich habe es mitbekommen. Schiffin. Ja, ich habe es mitbekommen. War jetzt auf jeden Fall die. Ja, es war sehr interessant. Ja, klar. Ja, ich bin noch dabei. Nee, das Problem ist, ich bin nur befreit, aber ist immer blöd, wenn man reingeht. Bleiben wir auf der Straße. Opfermäßig, was haben wir denn so noch? Metzgerei brauchen wir nicht. Nein, ich esse seit langem kein Schwein mehr. Douglas ist mir immer voll, gell, mit denen ganzen. So, jetzt schauen wir mal. Also, du musst den Baum drauf haben, gell? Ja, immer wieder mal. Der hätte dir was spenden für einen neuen Baum. Oh. Jetzt. Die sind jetzt ganz entspannt, wo man kommt. Ich merke, sie sind richtig entspannt. Kennt sie? Ja, wir kennen sie. Was haben wir aus? Also, folgendes. Interview mit Chris Gavin. Okay. Hallo. Hallo. Ein bisschen. Das wird kein Interview. 50 Cent für einen neuen Baum. Ist das ein Interview? Das ist kein Interview. Das ist kein Interview. Also 50 Cent und dann kann ich auf die Stadt gehen und sagen, die Adler haben fleißig gespendet, wir brauchen nächstes Jahr einen schönen Baum. Ist ja ein Wunder, dass er leuchtet, gell? Manchmal wird er ja gar nicht angemacht. Aber Sie müssen den da. Was war ich gar nicht?
Jetzt Sander, gell? So. Wisst ihr warum? Ihr habt geheiratet und den Namen von meiner Frau angenommen. Ach, dann nehmen wir alles wieder zurück. No, nicht so viel. Doch. Ein bisschen also was. Das ist viel zu viel. 2 Euro! Wow. Auto. Ich wünsche euch was. Ich bedanke mich. Und wenn die Stadt, und wenn die Stadt die Kohle nicht annimmt, dann geht es an einen guten Kinderzweck. Klasse. Sie kennen mich. Kennst du? Da tue ich nachher noch was oben drauf. Aber er weiß ja noch nicht, er muss dann auch noch hineinlegen. Er weiß es nicht, aber jetzt weiß er es. Alles da. Ich wünsche euch was. Gute Zeit. Gell? Gute Zeit. Bis dahin, gell? Ciao, tschüss, ciao. So, also dann gehen wir wieder Richtung Baum nach. Das war ja vorhin der Altbürgermeister. Der, wo da auch so super spendabel war. Der, wo gleich weitergelaufen ist. Das ist auf jeden Fall sehr interessant. Dr. Schwartner. Das ist sehr interessant, was man so von den Leuten so Erfahrungen sammelt. Jetzt sind wir schon eine Stunde, oder? Dreiviertel Stunde? Wir machen dem nächsten Mal. Mein Arsch hebt nicht so recht, Stefan. Ja. Was machen wir dann? Nächstes Mal tun wir sie nachkleben, oder? Ja, können wir. Gut, da ist das Eiscafé. Da gehen wir nicht rein. Der schmeißt ihn aus. Jetzt mal einen schönen Cut. Ich kenne euch. Ja, ich kenne dich auch. Ich kenne euch. Ja. Wir sind heute unterwegs wegen dem Baum. Aha. Dieser wunderschöne Grischbaum. Jawohl. Ja. Ja. Den kennen wir noch schöner machen. Ja. Ja. Wäre das was? Oder wären die zufrieden? Wir können auch zufrieden sein. Deswegen bleibt er unterwegs. Ja, ja, ja. Also ich baue nicht ab, wenn ich sagen. Finden nicht so schlecht. Man hat da sicher eine Aktion, oder? Also wir machen eine, wie soll ich sagen, eine Aktion, eine spontane Aktion unter dem Motto, nächstes Jahr endlich ein schöner Baum. Ja? Eine Spendenaktion, da geht es bei 50 Euro an. Also nach oben natürlich keine Grenzen, gell? Ein Herz für Kinder, kennt ihr ja die Sendung, genau, kam ja erst. Vielleicht ein 50er. Ach so, ein 50er. Nein, schmeiß, ja. So, genau. Okay. Jetzt komme ich mit. Ja, 50er. Ich bin ja neu! Oh. Neu! Das ist viel. Also, das ist ein Verehrer. Boah. Ich habe gerade Frau Rentschler getroffen. Ja. Am OB seine Frau. Die weiß ja nicht, dass wir unterwegs sind. Ja, okay. Wenn jetzt die Kohle, also diese Euro, lang gibt es ja der Euro nicht mehr. Ja, okay. Der ist ja auch auf dem Abstieg. Aber ihr lacht. Wer weiß. Wenn jetzt die Stadt, wir machen das jetzt ein paar Tage, ihr könnt das auch gucken bei ihm, Stefan, live. Also Stefan mit PH, minus live mit V. Ja. Im Internet, okay. Wenn die Stadt das nicht annimmt, und ich befürchte das, weil die Regularien, ich kann da nicht einfach ein Geld annehmen, weil das kann ich doch gar nicht entscheiden, dann muss ich den Stadtrat fragen. Dann kriegt eine Kindereinrichtung, und das wird auch veröffentlicht, diese, gell? Also, super. Oh, ihr seid verrückt. Die Leute in alle sind verrückt, die spendet ohne Ende. Das gibt's gar nicht. Also, ich wünsche euch was, gell? Also, schöne Weihnachten, wenn wir uns nicht mehr sehen. Gell? Ciao, genau. Tschüss, ciao. Kaffee bist du ja nicht mehr, gell? Rentner! Ja, eben schon schön, gell? Also, macht's gut, ciao, tschüss, ciao. Bis gut. Schnell unterwegs gewesen. Mensch, ins Kinder, du. Junge. Da haut's dir weg. Dann müssen wir kommen nachher mit dem Zählen nicht nach. Ja, da merkt man schon, von den Reichen und von den Leuten, die für die Bürger da sind, da lernst du sparen. Ja, und ich habe meine Handschuhe verloren, das ist noch. Beide? Nein, ein, aber meine Frau, die wird mir da helfen, das sage ich doch. So, möchtet ihr was spenden? Ja, das hast du falsch gefragt. Frag halt, für einen schönen Baum nächstes Jahr. Für einen schönen Baum? Nein, nicht bloß ein 50er. Gut, ihr kennt auch, ich gucke ihn nach. Gell. Es geht darum, ist der Baum in Ordnung oder nicht? Sag jetzt ganz ehrlich. Das ist ganz schade. Aufnehmer, scheiße. Der Baum ist gut, richtig Neihauer. Richtig Neihauer. Der Baum ist richtig schön und es tut mir jedes Jahr im Herzen weh, dass so ein schöner Baum sein Leben lassen muss. Weil man dann bloß 5 so einzelne Lichtlern aufhängt. Ja, und so Jungen und alles.
Also das geht schon Jahre so. Also wir machen es so, wir kommen in einer Stunde wieder. Da haben die ja sicher noch ein paar Glühwein getrunken. Das und dann dürfen wir da richtig reinschreiben. Genau. Jawohl. 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 Bedanke ich mich. Ja. Einen schönen Abend. Ja, schöne Weihnachten. Bis morgen. Macht's gut, gell? Ja. Ciao. Tschüss. Ciao. So. Ja, es ist halt alle, gell? Die sind alle... Oh, den kenne ich halt, sollen wir dem hinterherjagen. Ah, der. Also, wo ist das nächste Opfer? Ja, der Herr Brott. Ja, der Herr Brott. Das ist der Mann, der ist verantwortlich für den Baum. Ein neuer, wirklich? Der ist verantwortlich für den Baum. Lass die Maske unter. So. Also, ich darf vorstellen, das ist einer der bekanntesten Ahlerner. Okay. Der noch lebt. Ja, viele sind ja leider nicht mehr unter uns. Wir gedenken ihrer. Eine Frage. Was hältst du von dem Baum? Uli, sag's ganz ehrlich. Kommt heute Abend in der Tagesschau. Sag's ganz ehrlich. Ich finde überhaupt, dass wir aus der gesamten Weihnachtssituation das Beste gemacht haben, was wir daraus machen konnten in diesem Jahr. Akzeptiert. Doch. Stefan, das musst du akzeptieren. Das war eine politische Aussage. Er ist ein Kenner der Szene. Ich habe auch die Krippe aufgebaut. Ah, okay. Ja. Oder dafür gesorgt, dass sie aufgebaut wird. Vom Zeitungspfarrer, gell? Wir wissen, dass wir ganz einfach in diesem Jahr in allem kürzer treten müssen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir überhaupt diese Situation noch haben dürfen. Kommt alles noch viel schlimmer, wenn wir also so weitermachen wie bisher. Ich weiß, ich kenne ihn. Er redet wie ein Pfarrer, weil er nicht spenden will. Uli, ich wünsche dir was. Schöne Weihnachten. Ciao. Tschüss. So, was sind die Nächsten? Also jetzt machen wir noch ein, zwei und dann hören wir sowieso auf. Weil ja, wir sind richtig. Ja demnächst wieder da. Genau. Hast du alles drauf, Stefan? Ja, ich habe alles drauf und also, ich bin sowieso noch auch noch woanders auch noch Termin. Noch einen Glühwein trinken. Nee, ich habe woanders einen Termin auch noch. So, grüß Gott. Heute ohne grüß Maske, gut. Ja. Schön. Ja, ich auch nicht. Hallo. Ja, wir sind heute da. Grüß Gott, darf ich Sie was fragen? Darf ich Sie was fragen? Was halten Sie von dem Christbaum? Von dem Christbaum? Mir bittet um eine ehrliche Antwort. Oder insgesamt Weihnachtsbeleuchtung in der Stadt. Also, ich habe gerade gesagt, ist besser als in den letzten Jahren. Wir sind von Ellwangen. Ist besser geworden. Und bei uns ist ja besser top. Worden. Okay. Und alle ist jetzt auch wesentlich angeglichener. Besser. Das muss ich am Bürgermeister vor allem sagen. Da haben die Bäumler und so. Aber was uns gestört hat, bei manchen sind Bäumler dran und dann auch zu es gar nicht. Hat zu meiner Frau schon gesagt, die machen gar nicht mit. Aber viel, viel besser wie. Und eigentlich, sonst, das ist jetzt eine Sache. Kennen Sie eurem Herrn, wie heißt du? Rentschler. OB. Jawohl. Da ist nächstes Jahr Wahl, wisst ihr. Deswegen machen wir heute die Aufnahme. Da machen sie das. Naja, wird es auch schwer haben, Er wird schwer haben, gell? Aber ansonsten muss er sich halt anstrengen, wie wir alle denk auch. Wir müssen uns aber jeden Tag beim Aufstehen anstrengen, gell? Nee, echt. Aber das muss ist viel sagen, besser geschmückt. Alle ist am besten seit also den letzten Jahren. Das heißt, ich denke, er wird wahrscheinlich noch verbesserungswürdig sein vom Schmücken her. Der Baum. Ach ja. Jetzt haben wir es doch. Gut. In Ellwanger. Ja, ich habe da müsst ihr mal gucken. Da müsst ihr sammeln. Ihr sammelt. Für einen schöneren Baum. Also für einen schöneren Baum. Hätte 50 Leute. Schönere Beleuchtung. Die Leute in Aalen, das sind ja jetzt Ellwanger, die spendet ohne Ende. Da haut es um. Da heißt es immer, die Leute sind geizig. Ja, haut es um. Aber der kennt ein bisschen besser. Machen Sie mal ein paar Vorschläge, wie er besser geschmückt sein könnte. Ja, ganz viele halt. Und viele Lichter wie mehr Ellwanger. Mehr Lichter, Punkt 1. Punkt 2, vielleicht auch ein paar Kugeln zwischendrin. Das ein muss nicht sein. Ein bisschen bunter. Nein. Muss nicht überzogen sein. Ja, die Gesellschaft ist ja schon bunt. Da müssen wir den Baum ein bisschen angehen. Also ich finde nicht, aber mehr Lichter drauf. Gut. Dann von unten her. Also in Ellwanger ist er top geschmückt. Also, mit mehr Lichter kann man fast sagen, dass auch hier an Aalen die Leute ein bisschen erleuchtet werden vielleicht. Ein bisschen Licht unter der Arsch, oder? Ein bisschen Licht unter der Arsch. Also, macht's gut. Macht's gut. Vielen herzlichen Dank. So, jetzt nehmen wir noch ein einziges Opfer. Und dann kommen wir. Also, ich sehe gar keine Bekannte mehr. Wo sind die alle? Ja, Stefan. So. Also jetzt pass auf.
Jetzt haben wir die zwei hübschen Frauen. Ja, sicher sind schon. Die kommen ja schon zu uns. Grüß Gott. Darf ich Sie was fragen? Vor Weihnachten. Ich meine, das sind ja schwere Einkaufen. Ah, doch nicht Amazon. Doch, kommt man noch in die Stadt. Ja, ja, siehst, ich sage es immer wieder. Wie gefällt euch der Raum? Ehrlich. Ein bisschen lokal, muss ich sagen. Punkt 1. Punkt 2. Ja. Kinder der Spende. Sag, mach mal einen Vorschlag. Was können wir in dem Baum zum Beispiel verbessern, besser machen, verschönern? Moment. Kugelaufhänger zum Beispiel, würde ich mal sagen. Ja, haben wir es. Andere Beleuchtung, mehr Beleuchtung. Ja, ein bisschen mehr, stärkere Beleuchtung. So, und für das sammeln wir. Tätet ihr vielleicht auch 50er reinschmeißen? Ja, klar. Oh, die Ahlermer, die sind was von spendenfreudig. Ist das so? Oh, da muss ich gucken, da muss die Mehrwertsteuer gerade ja noch weg. Ne? Jetzt lacht er. Also Leute, ich bin sprachlos. Wenn ihr morgen wieder unterwegs seid, gell, wir sind da. Mhm. Ja, Stefan, Gesichter merken. Ja, er will ja nicht morgen, den friert schon wieder. Das ist immer das. Darf ich mich, das war jetzt der Schluss. Ja, war der Schluss. Das war der Schluss unter Stefan. -live.de. Könnt ihr das im Morgen, übermorgen? Übermorgen wahrscheinlich könnt ihr das auch bei YouTube und auf der Homepage könnt ihr das dann nachschauen. Wisst ihr, warum übermorgen? Der ist in Kurzarbeit, der Kerl. Und das tun wir dann. Und wenn die Stadt das Geld nicht nimmt, was ich befürchte, können wir zwei essen neu. Kriegt das eine Kindereinrichtung in Rolle. Verspreche ich. Gell? Das kommt dann auch da drin. In diesem. Ja. Jawohl. Stefan, das waren die letzten. Ja, vielen Dank. Gut, vielen Dank für heute. Heute. Jawohl, danke. Tschüss. So. Also, wir Hans. Ja, heute ist der 7. Dezember. Ja, sagst du. 7. Dezember 2020. Okay. So, und wir bedanken uns bei allen, die gespendet haben. Und auch bei denen, die nicht gespendet haben, die sind morgen dran. Gell? Also, ade miteinander, macht's gut. 14, 15, 16, 18, 20. 25 sind es ungefähr, wie viel? 26, 27, 28, 29, 30. Wahnsinn! 40, 60, 70, 80, äußer 30. Äußer 30. 20, 25. Das nehmen wir auf, runter, das rund die nachher sowieso auf. 32. Also 32 der Bar zerquetschte. 34 Euro, herzlichen Dank, das kommt da rein. Und du weißt Bescheid, festhalten. Jawohl. Gut, alles klar. Hallo. Jo, vielen Dank für das Zählen. Gell? Ja, das wahrscheinlich gerade sowieso ein Kinderzweck. Ja, die können es. Die Stadt nimmt das Geld, oder? Die trauen sich das nicht. Ja. Gell? Also, jetzt mache ich Platz für den Kunde. Also, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund. Ich danke, darf man nächstes Mal wieder kommen zum Zählen. Sie dürfen jederzeit kommen. Alles klar.